Liebe Zuschauer, herzlich willkommen vom Hamburger Börsentag. Bei mir ist Carlos Martins vom Traders Club, auch hier in Hamburg beheimatet. 10 Jahre gibt es jetzt den Traders Club schon. Da kann man live praktisch über die Schulter schauen, wie Profis handeln und einiges mitnehmen. Das stimmt, ja. 10-jähriges Jubiläum und wir haben ja ausgerechnet auf diesem Grund des Jubiläums mittlerweile 12.400 Stunden Live-Trading habe ich auf dem Buckel, das ist eine Ausnummer. 25.000 Live-Trades sind jetzt dort vollzogen worden, ja. Und wir werden unseren Weg weitergehen und die Prämisse ist bei uns ja Live-Trading, dass man uns, wie gesagt, über die Schulter schauen kann. Aber 10 Jahre ist, sieht man hier so ein bisschen mit den grauen Haaren, ja. Nächstes Jahr geht es dann auch noch, gibt es das Thema Aktien auch noch verstärkt bei euch? Genau, wir wollen ab nächstes Jahr die Schatulle öffnen und wollen breiter rausgehen. Das hat auch damit zu tun, ich bin nochmal in meinem hohen Alter, ich bin jetzt 51, nochmal Vater geworden. Und mein Sohn Christopher ist 1,5 jetzt und da gab es dann nochmal die Vorsorge, Schwiegermutter will Sparbuch, kaum sage ich, ey, das kann nicht sein. Und dann gesagt, wir müssen da unbedingt was machen. Und da wollen wir so auch anfangen mit den Glaubenssätzen und sagen, über Geld spricht man nicht, Geld ist schlecht für den Charakter. Und da wollen wir so ein bisschen das aufbrechen, wollen mit Dividendenstrategien an den Markt gehen und den Leuten auch, so wie beim Traders Club letztendlich mit den Derivaten, den Leuten zeigen, wie man Geld anlegt. Aber selbst, also das Geld nicht abgeben, ja, und sagen, okay, ich gebe die Verantwortung irgendeinen Index-ETF, sondern zu sagen, okay, wie packe ich mir das selber zusammen und was sind Dividendenstrategien zum Beispiel? Was muss man machen, um euch mal über die Schulter schauen zu können? Genau. TradersClub24.de, einfach auf die Internetseite gehen und dort haben wir eigentlich ganz offen und transparent einen Gastzugang. 30 Tage, man kann die Tools testen, man kann mir über die Schulter schauen. Die Arbeitszeit beträgt dort 8.25 Uhr bis 12 Uhr, 2 Stunden Mittagspause und dann geht es ab 14 Uhr bis 17 Uhr los und dann kann man sich ein Gefühl machen und das läuft automatisch aus. Man muss jetzt nicht irgendwie sagen, ich habe ein Abo beim Hamburger Abendblatt und jetzt wird das verlängert. Es läuft nach 30 Tagen ganz normal aus. Für wen ist das vor allen Dingen was? Ja, klar. 8.25 Uhr bis 12 Uhr ist für denjenigen, der Zeit hat. Das heißt, wir haben sehr viele Privatiers. Wir haben auch eine Gruppe von 80-Jährigen, also mittlerweile, glaube ich, 20 Stück. Wir sind insgesamt 1.200 Mitglieder. Aber es gibt sehr große Gruppe von 80-Jährigen, die das Ganze so ein bisschen als Gehirnjogging nehmen. Ja, und dann haben wir Tagesstrategien für, auch für Berufstätige, die dann abends diese Trades machen. Aber es ist schon sehr speziell. Long, Short. Ich habe gerade einen Vortrag oben gehalten und da habe ich doch schon ein bisschen diese Gesichter, die leeren Augen gesehen, wo ich gesagt habe, jetzt gehen wir da Long und da würden wir Short gehen. Dass das auch hier in Hamburg noch sehr jungfräulich ist, wenn mich das Thema Trading betrifft. Und deswegen Aktien, ich denke mir, da muss jeder was machen. Und ich glaube, das habe ich im Vortrag auch gesagt, wir haben das Thema Greta, was jeden bewegt. Aber das zweite Thema, was für mich ein Riesenthema ist, ist, was machen wir mit unserer Altersvorsorge? Und da sind ja viele Trader auch unterwegs, viele Fondsanbieter. Dann wird ETF als das sichere Instrument genommen und viele wissen da auch nicht den Unterschied zwischen einem synthetischen ETF und wenn es zu einem dann Crash kommen sollte, was passiert denn da, wenn ich mein Geld wieder raus haben will? Und das wollen wir so ein bisschen aufklären und wollen den Leuten Strategien an die Hand geben. Ja. Also ob als Ersatz für das Sparbuch für den, für den Sohn? Die wenigsten wissen, dass 85% der Fonds den Index nicht schlagen. Und trotzdem ist das ja schon erster Schritt, aber ich glaube, es gibt in Deutschland, es gibt, sag ich mal, einen Fonds von XY-Bank, dann gibt es eine ganze Zeit grau und dann kommen sie auf einmal zum Daytrading. Und dann dazwischen, was ist denn da in der Mitte? Und da gibt es in Deutschland irgendwie so wenig und wenn man jetzt selbst die Studenten hier, das wird ja von dem Börsenverein hier gemacht und ich habe die Jungs mal vorhin gefragt, sag mal, wisst ihr eigentlich, wie viele Werte im DAX sind? Und die sind 5., 6. Semester. Teilweise kamen da ganz komische Fragen dabei raus und da merken wir schon, dass selbst BWLer, was das Thema Investoren oder Investition oder Trading sehr noch viel zu lernen haben. Also ich glaube, jeder kann da auf jeden Fall was mitnehmen, ob man jetzt 1,5 Jahre ist oder 80 Jahre, für jeden ist was dabei. Absolut, absolut, absolut. Danke, Carlos Martins vom Traders Club hier in Hamburg und danke fürs Zuschauen.